Und bin ich auch ganz froh drüber, dass das geht. Er bricht meine Stimme weg. Das ist eigentlich ein sinnsicheres Zeichen dafür, dass man eine solche Session zu Ende bringen sollte, eigentlich, glaube ich. Ich bin ja mit einer der meisten dieser ewig langen Sessions. Es gibt ja viele, die verstehen gar nicht, wie man sowas machen kann. 4 Stunden durch immer dasselbe zu machen. Ich sag mal so, man muss es machen können. Weil wenn man immer irgendwie Abwechslung braucht, um etwas überhaupt zu schaffen, dann wird das später mal zu einem guten Problem werden. Also müsste eigentlich mal dann später in der Arbeit hast du nicht die Abwechslung drinnen. Hast du nicht im Ansatz irgendeine Form von Abwechslung, dann machst du die meiste Zeit immer dasselbe. Vielleicht mit ein bisschen Variation drinnen, aber im Endeffekt hast du überhaupt keine Abwechslung mehr. Und deswegen sich immer auf eine Sache zu fokussieren, die man jetzt mal macht, ist, denke ich, ist jetzt nichts, was irgendwie wissenschaftlich bestätigt ist, aber denke ich jetzt mal, dass das so, wie ich das mache, dass man quasi sich auf eine Tätigkeit, die eigentlich stinkelangweilig ist und die man eigentlich überhaupt nicht machen will, wenn man sich auf sowas eh lange, lange fokussieren kann, wie jetzt halt in meinem Fall dieses Bauen hier, das ja wirklich nicht gerade spannend ist, oder in der Zeit darauf einer Folge zu 100, dieses sture Stein weggeklopfe mit den Spitzhacken, wenn man das ohne Ablenkung macht, ich konnte ja keine Musik hören am Computer, die würde ja mit aufgezeichnet werden vom PC-Sound her. Ich glaube, das bereitet einen dann schon auf so Eintönigkeiten im späteren Leben vor, die man nicht verhindern kann. Ist natürlich schade, aber Abwechslung ist natürlich immer schöner als Eintönigkeit. Da gibt es natürlich Berufe, wo du mehr Abwechslung hast und welche, wo du weniger Abwechslung hast. Und ich denke, wenn man jetzt mal zum Beispiel an die Kassierer im Supermarkt denken, die haben noch verhältnismäßig viel Abwechslung. Die ziehen zwar in den meisten Fällen immer nur Waren über einen Laser, aber durch die ganzen verschiedenen Leute, die da reinkommen. Und wenn du immer mal wieder versuchst, in ein Gespräch zu kommen, hast du dann dadurch schon eine relativ große Abwechslung drinnen. Aber andere Sachen wie Büroarbeit, ja, oder halt Programmieren, If-Anweisungen und Schleifen, Schreiben und hoffen, dass es funktioniert, das würde ich nicht ein Leben lang machen wollen. Gut, das liegt auch daran, dass ich nicht wirklich gut programmieren kann. Ich weiß, wie so ein Code funktionieren kann und soll im Normalfall, aber das zum Laufen zu bringen, ja, nein, das ist nicht meine Stärke. Also mal so gar nicht. Da brauchen wir mich ja gar nicht versuchen, irgendwie was Brauchbares zu setzen. Also, naja. Ich rede einfach nicht über Programmieren, einfach weil ich es nicht kann. Auch wenn meine Noten, was Informatik angeht, im Studium, da eigentlich so ziemlich das genaue Gegenteil behaupten.
Weil ich habe in den Fächern mich eine 1,3 und eine 1,0 geschrieben. Wo es um Programmieren ging. Und das als als Noob im Programmieren ist das, ja, schon irgendwie eine außergewöhnliche Leistung, sag ich mal. Also ich hab's mir am Bein nicht zugetraut. Das heißt, ich hatte dann schon ein ganz gutes Gefühl. Vor allem bei der Klausur dieses Jahr hatte ich dann schon ein Gefühl, wo ich mir dachte, Alter, das wird fix irgendeine Eins. Ich habe auch insgeheim schon gedacht, Alter, was habt ihr denn alle mit der Prüfung? War doch so einfach. Habe mir schon Hoffnung gemacht, dass es vielleicht sogar ein 1,0 werden könnte. War es dann auch. War super. Hat mich irrsinnig gefreut. Also wirklich. Hoppala. Aber sonst, ich kann eigentlich nicht programmieren. Das Programm, was da als Vorleistung zur Prüfungszulassung abzugeben war, das hat bei mir nicht mal funktioniert. Und zwar nicht mal im Ansatz. Da lief gar nichts. Zumindest nicht so, wie es sollte. Lief es nicht. Irgendwas hat schon funktioniert, aber nicht das, was rauskommen sollte. Es kam raus, sondern irgendwas halt. Aber wenigstens immer das gleiche irgendwas. Das heißt, er hat schon irgendwas berechnet, aber nicht das, was er sollte. Im Endeffekt war es wahrscheinlich so, dass ich da irgendwo eine einzige Umrechnung vergessen habe und es deswegen nie funktioniert hat. Aber wenn man nach mehrmaligem Durchschauen und eben gezielt nach solchen Konvertierungsfehlern suchend immer noch nichts findet, dann gibt man irgendwann auch einfach auf und sagt, ja, mein Gott, das Ding läuft halt jetzt nicht. Kein Weltuntergang. Muss man halt dann doch präsentieren, wettmachen. Die Defizite im Programm selber. Das haben einige so gemacht wie ich. War ich bei weitem nicht der Einzige. Vielen hat einiges nicht funktioniert. Die haben es einfach beim Präsentieren gemerkt, oh, das geht ja gerade gar nicht. Klick. Ah, nächster Punkt, was ich noch machen wollte, bla bla bla. Was ich noch ansprechen wollte, so, damit wir das auch in uns haben. Das funktioniert so und so, bla bla. Es ist niemandem aufgefallen, dass das, was er in dem Moment eigentlich gezeigt hat, vorher nicht funktioniert hat. Mir tatsächlich auch nicht. Aber doch, mir ist es aufgefallen. Mir ist das tatsächlich aufgefallen, weil ich halt auch mit dem ziemlich gut zusammengearbeitet habe die ganze Zeit. Das heißt, er hat eigentlich mir das alles, was ich nicht verstanden habe, erklärt, wie es funktioniert. Danke nochmal hierfür, Stefan. War super. Und das Präsentieren hat halt bei mir ging's. Mir hat's einigermaßen gut funktioniert. Bei ihm halt hat auf einmal nichts. Also haben Funktionen, die eigentlich vorher funktioniert haben, nicht mehr funktioniert. Was dann schon irgendwie komisch war. Aber naja, gut. Ja, es dann. Bei ihm hat es ja auch alles funktioniert dann. Von dem her alles super. Ich hole mir jetzt zuerst die Erde und gehe dann schlafen. Das erscheint mir sinnvoller. Hops. Und dann, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeug ich noch in der Kiste habe. Ich glaube,
die Ladung und die nächste Ladung kann ich noch von unten holen und danach muss ich hoch zum Erde holen. Das wäre dann so ein Albtraum. Warum kann ich nicht einfach Erde irgendwie craften? Gut. Dann gehen wir mal hoch in die Hütte. Tür zu. Bis auf die eine Stelle ist die Einzelung eh schon dicht. Also ist eh eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten und mir fällt gerade auf, dass hier oben ist auch eigentlich schon fast fertig. Beeindruckend, wie schnell das geht. So. Ich habe gerade einen kurzen Cut. Der Baum sieht irgendwie unförmig aus. Die Höhle würde ich sagen, lasse ich einfach mal da. Genauso wie die hier. Die hier lasse ich dann nicht. Machen wir so. Aber hier so. Au. Oh. Damn. Moment, ist hier ein bisschen kunstvoller. Ich glaube, das ist jetzt eh schon die Art und Weise, wie ich das eh schon mal irgendwie eingearbeitet habe in die Landschaft. Und mit dem Unterschied, dass ich das jetzt hier mache, weil ich hier unten einen Höhleneingang habe, den ich ganz gerne zugänglich lassen würde. Und das dann durch das hier, so wie ich es jetzt gerade mache, erreichen will. So. Jetzt sollte das auch einigermaßen funktionieren. Hier noch zu.